Wir sind heute in Zeltwig-Farach bei der vierten Etappe vom Econet Pony Cup und ich gehe jetzt auch meinen Pony satteln und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuschauen von diesem Video. Der große Pony Grand Prix war heute sehr, sehr spannend, vor allem für mich, weil ich war im Stechen mit meinem Pony gegen den Sebastian Gottenhülger, der ist mit Florian gestartet. Und es war bis zum Schluss spannend, weil er hatte im Stechen leider 3 Fehler und ich 2, aber ich habe dann letztendlich gewonnen und ich bin ursuper stolz auf mein Pony, weil sie das voll brav gemacht alles und hat mir auch zwischendurch echt viel geholfen. Sophie, normalerweise führst du die Interviews beim Econet Pony Cup, aber man kann sich ja als Siegerin schwer selbst interviewen. Deswegen frage ich jetzt, gratuliere zum Sieg und wie geht's dir jetzt? Danke, also ich freue mich ur, weil ich habe zum ersten Mal das mit 25 fehlerfrei geschafft. Sonst habe ich immer mindestens einen urblöden Fehler gehabt. Und mein Pony ist so genial gesprungen, sie hat mir so brav geholfen. Also ich bin urstolz auf sie. Was investierst denn du so neben der Schule Zeit ins Reiten? Also ich schaue, dass ich 4 bis 5 Mal, also wenn viele Tests und Schularbeiten sind, schaffe ich es leider nur 4 Mal die Woche, weil ich bin in der HTL und das ist dann ziemlich anstrengend. Aber jetzt in den Ferien schaue ich, dass ich 6 Mal die Woche zum Pferd komme und halt hoffentlich immer den ganzen Tag. Der kleine Grand Prix war auch urspannend. Es waren 3 Ponys im Stechen und gewonnen hat zum 3. Mal schon die Nathalie Graf mit dem Baloo. Zweiter geworden ist der David Gottenhülgert und dritter die Tamina Molzer. Also es ist ein unglaubliches Gefühl, überhaupt weil das jetzt mein letztes Ponyjahr ist. Ich trainiere jeden Tag, also auch unter der Schulzeit. Wenn mal eine Schularbeit ansteht, dann gibt es eine Ausnahme, aber sonst trainiere ich regelmäßig. Was ist jetzt deine Motivation dafür, dass du den ganzen Sommer mehr oder weniger trainierst, während alle anderen im Schwimmbad ihre Gaude haben? Also zum Beispiel jetzt nach dem Sieg, wenn man da rausreitet und alle rufen dir zu, gratuliere, und das ist halt dann schon eine Motivation, dass man den besseren Erfolg kriegt und da weitermacht, und ja, da zahlen sich die Trainingsstunden dann schon aus. Patricia, du als Trainerin, du hast ganz viele verschiedene Reiter bei dir und du siehst wahrscheinlich selber, wie viel Mühe, wie viel Arbeit hinter dem Ganzen steckt, dass wir erfolgreich werden mit dir. So ist es. Und du wirst dich erinnern können, wie du auf Dino gesessen bist, wie weit du gekommen bist, seit du Dino hast, und wie viele Stunden Arbeit du hast investiert, wie oft bist du runtergefallen, wie oft hast du falsche Distanzen, wie oft haben wir alles wiederholt. Und das sind wie viele Jahre ist das? 5, 6 Jahre? Insgesamt 10 Jahre bin ich ja schon bei dir. Und wie lange hast du die Ginger? 5 Jahre. 5 Jahre. Das heißt 5 Jahre beinharte Arbeit, dass du so weit gekommen bist, dass du jetzt schön über 1,25 reitest. Das heißt, das sind viele, 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 viele Stunden. Viele, viele, viele Training, viele, viele, viele Erfahrungswerte, und es dauert wirklich lang.